Dieser Mann hatte eine Vision. Er mochte Frauen, ihren Geist, ihr Talent, vor allem ihre Kunst. Herwart Walden, Kunstkritiker und Komponist. Er förderte die Sturmfrauen. Ingrid Pfeiffer hat Herwart Walden und den Sturm wiederentdeckt. Walden war ein Idealist, was einfach überzeugt ist, was er getan hat. Was er getan hat, war das, der Sturm. Herwart Walden gründete 1910 in Berlin eine Zeitschrift, Der Sturm. Dort ging es um solche Kunst. Alles Kunst von Frauen. Kunst einer neuen weiblichen Avantgarde, der Sturmfrauen. Leuchtende Farben, Kontraste, geometrische Formen, Ganzkörpermasken, das war die Kunst der sogenannten Sturmfrauen. Es geht um Expressivität, es geht um das Wilde, vielleicht auch Spielerische. Einst große Namen, heute fast vergessen. Wie etwa die Französin Marcel Kahn. Ihre Bilder sind pur. Klare Formen ordnet sie in genauen Proportionen. Stets in perfekter Harmonie. In ihren abstrakten Kompositionen reduziert sie mal Alltagsgegenstände auf geometrische Formen, Linien. Mal taucht sie Städte in blasse Farben. Jede Komposition ist genau bemessen. Ausgewogen, melancholisch, immer etwas steril. Ganz anders dagegen Lavinia Schulz, eine deutsche Maskentänzerin und Performerin. Sie schuf solche expressionistischen Ganzkörpermasken, gab ihnen bizarre Namen und damit einen entfesselten Charakter. Das sind keine Kostüme, sondern Individuen mit eigener Identität. Gedacht für ein ganz neues Genre, das die Künstlerin etablieren wollte. Den Maskentanz. Eine Favoritin, ein Liebling gar von Herwart Walden, war Gabriele Münter, die Lebensgefährtin von Wassily Kandinsky. Münter malte mit intensiven Farben. Ihre Motive sind auf das Wesentliche reduziert. Eine Frau im Zimmer, ein Stillleben mit Hund, Kandinsky am Klavier. Ruhig, intim, lebendig. Dass die Sturmfrauen ihre Ideen überhaupt verwirklichen konnten, grenzt an ein Wunder. Man kann sich heute kaum noch vorstellen, was für Widerständen Frauen und Künstlerinnen damals ausgesetzt waren. Das Bild des Künstlers als Bohemian, der bis in die Nacht trinkt, feiert, der mit nackten Modellen umgeben ist, das war das Gegenteil dessen, was eine anständige Frau in der damaligen Zeit tun durfte. Die Künstlerin Alexandra Exter hat mit ihrer Kunst solche gesellschaftlichen Restriktionen völlig ignoriert. Die Russin entwarf mit ihren Marionetten und Bühnenbildern eine komplett eigene Welt, eine ganz neue Stilrichtung in der Kunst. Ihre Formsprache kommt vom Kubismus und vom Futurismus, des Kubofuturismus. Exter zerlegt die Welt in farbige, geometrische Flächen und fügt sie in ihren Bühnenbildern neu zusammen, zu einem fast außerirdisch erscheinenden Kosmos. Auch Maria Uden spielt mit fantastischen Welten. In ihren Gemälden baut sie Traumwelten aus tanzenden Frauen. In ihren Holzschnitten greift sie diese wirbelnden Bewegungen immer wieder auf. Der Tanz als Ursprung aller Bewegung. Eine der stärksten Persönlichkeiten der Sturmfrauen war Marianne von Werefkin. Farbe bestimmt die Form. Farbe vermittelt die Emotion des Bildes. So beschreibt sie über Farbe Landschaften. So charakterisiert sie über Farbe Menschen und Stimmungen. Es ist diese künstlerische Vielfalt, die die Ära der Sturmfrauen ausmacht. Der Sturm war das Zentrum des Allerneuesten in Berlin. Das Allerneueste. Ohne ihn wäre das alles nicht entstanden. Er gibt ihnen einfach die gleichen Chancen, ohne das groß zu bewerten. Herwart Walden. 280 Werke, 18 Künstlerinnen,
Das ist der Sturm. Eine fantastische Welt der Frauen. Groß, leuchtend, visionär, utopisch.